Du kennst das Problem sicher. Du willst rausgehen, Bushcraft machen, du willst Survival Training machen, aber irgendwie so Feuer anzünden und ein Lager aufschlagen irgendwo im Wald, das ist verboten. Gott, man kann alles riskieren und sich erwischen lassen. Aber was wäre, wenn es einen Wald gäbe, einen über 100 Hektar großen Wald, in den du gehen kannst, in den du Bushcraft und Survival Training machen kannst, wo du Feuer machen kannst und in wirklicher, wahrer Natur bist. Hör mal. Es ist ganz still, es ist gar nichts. Wenn du wissen willst, was das jetzt mit dir zu tun hat, dann bleib dran. Hallo und willkommen aus der Reini Rossmann Bushcraft Area. Und ich bin Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das hier hinter mir ist das erste Bushcraft Waldcamp. Du siehst, da brennt ein Feuer. Ganz legal. Da hinten ist ein Zelt. Und rundherum über 100 Hektar. Und zwar, ich meine nicht 100 Hektar irgendwas, sondern 100 Hektar Wald. Diese Reini Rossmann Bushcraft Area schließt eine Lücke. Nämlich die Lücke zwischen, du willst rausgehen, Survival und Bushcraft Training machen, aber du traust dich nicht, und ich verstehe das auch und es ist auch vernünftig, dich einfach in irgendeinen Wald zu setzen und dort irgendwas aufzuschlagen und dann ein Feuer anzuzünden, weil du nicht gegen das Gesetz verstoßen willst. Und das verstehe ich. Das verstehe ich. Und die Lücke schließt genau dieses Areal hier. Du kannst dir zum Beispiel diesen Platz, wo ich hier sitze, buchen und hierher kommen und Bushcraft und Survival Training machen. Was bedeutet das? Du kannst hier ganz legal an dieser Stelle ein Feuer anzünden. Natürlich, wenn wir jetzt extreme Hitze hätten und die Behörde Feuer machen verbietet, dann natürlich nicht, das ist dann ganz klar. Aber sonst hast du hier auch die Erlaubnis des Besitzers, des Eigentümers. Das ist ein Projekt, das ich gemeinsam mit der Firma Bioland umsetze, damit genau du das tun kannst. Du kannst hierher kommen und kannst zum Beispiel durch den Wald gehen und sagen, ich suche einen toten Baum. Bitte keinen lebenden umschneiden, das ist ganz klar, aber das beschreibe ich dir dann noch. Du kommst hierher zu mir und in diese Bushcraft-Area und sagst, okay, da ist ein toter Baum, den säge ich jetzt auseinander und mache mir eine Schüssel draus. Oder ich habe von Felix Immler irgendein cooles Projekt gesehen und bräuchte Haselstecken und schneide die jetzt hier um und baue das. Du kriegst eine Anleitung, wo du was umschneiden kannst. Wir zeigen dir das, wenn du diese Bushcraft-Area buchst. Und das ist das Schöne jetzt. Wenn du glaubst, naja, das kann ich am Campingplatz daheim auch machen. Natürlich kannst du das. Aber hier bist du mitten in der Natur. Klein Alaska, klein Sibirien kannst du nennen, wie du willst, klein Schweden. Das hier ist wirkliche Wildnis. So etwas gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Zumindest habe ich es noch nicht finden können. Du kannst dir diesen Zeltplatz jetzt hier, das ist der erste. Wir haben ein Projekt, wir werden hier sehr, sehr, sehr viel mehr aufbauen. Du kannst ihn dir mieten, du kannst ihn buchen und kannst hier den Training machen. Wenn du sagst, okay, du willst noch ein paar andere Sachen dazu machen, du willst zum Beispiel Vogel beobachten oder du willst irgendetwas dazu buchen. Wir haben ein breites Sortiment an unterschiedlichen Dingen, die wir dir mit anbieten können. Zum Beispiel, wenn du etwas über Pflanzen und Kräuter lernen willst, wie du sie einsetzen kannst, wie du sie kochen kannst. Und das Schöne ist, du gehst raus und sammelst sie und kochst sie dann ganz genau hier über diesem Feuer, dass du dir selbst anzünden kannst und das auch darfst. Rundherum, da ist keine Autobahn, da ist gar nichts. Noch einmal, hör genau hin. Ich höre nur das Feuer und das Rauschen des Baches und des Waldes. Manchmal zwitschern ein paar Vögel, wie man sagt in Österreich, und das war's. Das hier ist etwas ganz Besonderes. Das ist nicht irgendwas, sondern du bist hier inmitten der wilden Natur und kannst Bushcraft und Survival Training machen, so wie du es immer wolltest. Klick unten auf den Link, dann kommst du auf meine Homepage, da kriegst du dann alle Informationen, Preise und Verfügbarkeit und wie das Ganze ausschauen kann. Schau dir das an. Ja? Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Wenn du Fragen hast, stell sie mir. Ich würde mich auch freuen, wenn du dieses Video hier teilst und wenn du anderen Bushcraftern und Survivalisten von diesem Projekt hier erzählst, wenn du ihnen sagst, erst da kannst du wirklich Urlaub machen, du kannst Waldurlaub machen, du kannst hier Bushcraft-Urlaub machen in der Reini Rossmann Bushcraft Area. Du kannst Survival Training machen, kannst endlich das tun,
was in deiner Natur liegt. Wenn du Fragen hast, stell sie. Daumen nach oben. Nach unten gibt es keinen. Daumen nach oben. Schreib einen Kommentar, teil das Video, das wäre cool. Hol dir die Informationen. Ich sage danke, dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.